Wir sind es mittlerweile ja gewohnt, aus Frankreich, Italien und der Türkei über peinliche Telefonmitschnitte zu berichten, die dann die Skandalmühle antreiben. Aber was jetzt aus der Türkei kommt, ist sehr viel gefährlicher. Geheimdienstchef, Außenminister und der Vize-Armeechef in einer Telefonkonferenz. Und sie denken laut darüber nach, wie sich ein Krieg mit Syrien vom Zaun brechen lässt. Das lässt sich arrangieren, erklärt der Geheimdienstchef. Dieses Telefonat ist ein Leck mit gewaltiger Explosionskraft. Für jedermann erreichbar über YouTube. Für Ministerpräsident Erdogan ist das jetzt ein perfekter Grund, nach Twitter auch YouTube in der Türkei lahmzulegen. Aber das ist bei Weitem nicht das Gefährlichste an diesem neuen Skandal. Luc Walpott berichtet. Es war die Meldung am Abend, YouTube offline. Diesmal geht es nicht um Korruptionsvorwürfe, sondern um nationale Sicherheit. Letzte Nacht war ein Mitschnitt auf YouTube veröffentlicht worden von einer geheimen Sitzung im Außenministerium, der es in sich hat. Es ging um den Krieg in Syrien, dessen Verlauf von Ankara als zunehmend bedrohlich empfunden wird. Im Mittelpunkt der Sitzung dieses Mausoleum, die Grabstätte des Süleyman Schah, Urahn der osmanischen Sultane. Das Grab am Euphrat liegt hinter der Grenze in Syrien, aber als türkische Exklave, bewacht von türkischen Soldaten trotz Bürgerkriegs. Der Außenminister, der Geheimdienstchef und ein hoher General beraten über Möglichkeiten, die Exklave zu nutzen als Vorwand für ein militärisches Eingreifen in Syrien. Wenn wir einen Kriegsgrund brauchen, kann ich ein paar Agenten rüberschicken, die Raketen auf das Grab abfeuern. Das ist kein Problem, so der Geheimdienstchef. Ein brisanter Mitschnitt, das ist dem Außenminister bewusst, die Reaktion heftig. Diese Abhöraktion ist eine Kriegserklärung an die Türkei. Das ist genauso zu werten wie eine Verletzung unserer Grenzen. Auch Regierungschef Erdogan, trotz wahlkampfbedingter heiserer Stimme, fand klare Worte. Das ist eine Unverschämtheit, die unsere nationale Sicherheit bedroht, so Erdogan. Er deutet an, dass seine innerparteilichen Gegner der Gülen-Bewegung für die Veröffentlichung verantwortlich sind. Der Vorfall 4 Tage vor der für Erdogan wichtigen Kommunalwahl ist heikel. Erst am Sonntag hatten türkische Abfangjäger ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen. Vorsätzlich, sagt Damaskus, wegen Eindringens in türkischen Luftraum, sagt Ankara. Das NATO-Land Türkei ist schon tief in den Bürgerkrieg in Syrien verwickelt. Erdogan unterstützt Assad-Gegner, auch mit Waffen. Eine Lieferung wurde im Januar in Adana von eigenen Polizisten aufgebracht. Doch das Ziel, Assad loszuwerden, scheint kaum noch zu erreichen. Wir kontrollieren die Grenze nicht mehr, sagt der Geheimdienstchef im Mitschnitt. Gefahr droht vor allem von ihnen, den islamischen ISIL-Terroristen, die ausgerüstet mit Waffen und Geld der Golfpotentaten mordend durch syrische Dörfer ziehen. Terror, so fürchtet Ankara, der sich bald auch auf türkischem Boden ausbreiten könnte. Der Geheimdienstchef, der Außenminister und der stellvertretende Armeechef beraten ganz offen über einen Krieg mit Syrien, der irgendwie vom Zaun gebrochen werden soll. Das ist unglaublich. Kann man es trotzdem glauben, Lück? Also jedenfalls widersprochen haben diesem Mitschnitt weder der Ministerpräsident noch der Außenminister. Sie haben sich natürlich empört geäußert, aber haben nicht die Echtheit des Mitschnitts in Abrede gestellt. Und der Generalstaatsanwalt in Ankara hat Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen wegen Spionageverdachts. Also wird wohl etwas dran sein an dem Mitschnitt. Wer steckt dann hinter diesem Leck? Das sind ja keine Amateure, die an solche Protokolle rankommen. Wer kann das sein? Nein, ganz sicher nicht. Und in der Türkei wird heute Abend viel spekuliert. Bislang waren die Mitschnitte ja doch eigentlich gegen Ministerpräsident Erdogan gerichtet. Es ging um Korruption. Da war der Verdacht eben, so wie Erdogan ja immer behauptet, es kommt aus dem Apparat selber, aus dem Sicherheitsapparat, und zwar von innerparteilichen Gegnern der Gülen-Bewegung. Dieser Mitschnitt weist in eine ganz andere Dimension. Da ist ja die nationale Sicherheit, wie der Außenminister sagt, bedroht. Und man könnte sich auch vorstellen, dass jemand, der im Bürgerkrieg in Syrien auch eine Partei ist, zum Beispiel Russland, so vermuten einige Beobachter heute in der Türkei, mitgehört hat. Denn das ist ja brisant. Es ist ja praktisch ein Beleg dafür, dass ein NATO-Land, die Türkei, versucht, im Bürgerkrieg in Syrien zu zündeln. Das wird man auch in Brüssel natürlich nicht gerne hören, im NATO-Hauptquartier. Und angesichts der geopolitischen Lage im Moment zwischen der Eiszeit, zwischen USA, der NATO und Russland, ist das vielleicht eine mögliche Spur. Aber zur Stunde sind da Spekulationen. Vielleicht ganz gut, dass das vorher rausgekommen ist. Dankeschön, Luc Walpott.